So Leute, herzlich willkommen zu YouTube Mini Clips, ja, und damit herzlich willkommen zu Project Spark. Und jeder, der das jetzt sieht, müsste doch schon so in etwa drauf kommen, was hier nachgebaut worden ist. Richtig, da hinten steht unser allseits beliebter Gott, nämlich Dende. Und wie ihr seht, hier hat doch tatsächlich jemand Dragon Ball nachgebaut. Natürlich können wir auch fliegen, das zeige ich hier mal. Und ich spring mal kurz einfach runter, damit wir einfach mal schneller sind. Wir waren ja gerade auf den Quickenturm. Und hier zeigt sich wieder Project Spark, die Leute, ja, wie erfinderisch man sein kann und was man wirklich alles mit diesem Aufbauspiel für Spiele entwickeln kann, ne? Und das finde ich ziemlich cool. Ich versuche jetzt mal kurz zu landen, so. Dann zeige ich euch mal, wie man sich verwandelt. Auch das ist nämlich möglich. So, wups, und wie ihr seht, zack, wir sind ein Super Saiyajin mit ein bisschen Energieversprühen. So, ich glaube, irgendwo konnte man auch, ja, genau, haben wir's. Die Energie rausholen, damit kann man natürlich auch schneller fliegen. Und natürlich gibt es auch klassisch KI-Bälle. Ich finde, das ist wirklich ganz cool gemacht. Wir fliegen einfach mal ganz kurz rüber. Hier hat man so ein bisschen den Drachenpfad nachgebaut. Also wirklich ganz viel Respekt wieder an die Kreativität der Leute, die sich hier wieder richtig viel Mühe gegeben haben. Ich weiß selber, wie schwer es ist, bei Project Spark ein Spiel zu bauen. So. Ja, mal kurz die Energiekugel versucht einzuholen. Aber die hat nach der Hälfte schon schlapp gemacht. Das ist jetzt praktisch der Anfang. Von hier startet man praktisch das Spiel. Und dann kann man halt so, ja, gewisse Quests und gewisse Hürden hinter sich bringen. Wie ihr seht, da hinten sind ein paar Gegner. Ich habe mich mal kurz wieder umverwandelt, um euch mal so praktisch, ja, die Energiebälle hier zu zeigen. Und jetzt aber wieder verwandeln. Und einfach ballern, 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 ballern. Ja, im Endeffekt, das ist Project Spark und hier seht ihr halt das Dragon Ball, die Dragon Ball Variante. Wenn ich mal wieder interessante Spiele finde, zeige ich euch die natürlich. Wir werden es jetzt einfach mal abschießen lassen und gucken, was passiert, wenn wir sterben. So, komm, tötet mich. Oh, das ging aber schnell. So. Wir sind als Seele irgendwo hingegangen. Auch super. Gut, das war's wieder mit YouTube Miniclicks. Folgt mir auf Twitch, da könnt ihr die ganzen Folgen sehen und schaut auf www.entergainment.de vorbei.